Norwegen. Ruhe. Natur und Landschaft. Und da ist es nicht so selten, dass ein Schiff des Öfteren im Jahr von Norwegen auch nach Hamburg kommt. Die Otto Sverdrup ist ein bekanntes Gesicht hier im Hamburger Hafen. Das nach dem norwegischen Polarabenteurer, Kapitän der legendären Fram und Lofoten, oder auf Norwegisch Fram und Lofoten benannte kleine Expeditionsschiff von Hurtigruten wurde 2002 gebaut und als Finnmarken in Dienst gestellt. Mit der Modernisierung 2020 wurde es in Otto Sverdrup umbenannt. Das Schiff ist 138,50 Meter lang und 21,5 Meter breit. Es hat 8 Decks und kommt auf eine Geschwindigkeit von 15 Knoten, zählt also eher zu den langsameren Schiffen. Der einfache und funktionale Einrichtungsstil widerspricht nicht der Verarbeitung von hochwertigen Naturmaterialien wie Eiche, Birke, Granit und Wolle. Komfortabel und leger soll dem Passagier ein Premium-Erlebnis geboten werden, das auch beinhaltet, die schönsten Küstenlinien der Welt vorbeiziehen zu sehen. Wellnessbereich mit Fitnessraum, Spa-Behandlungsräume, Außenpool und Whirlpools, Aussichtsplattform im Freien, drei Restaurants und mehr bieten in 256 Kabinen maximal 530 Passagieren viele typisch skandinavische Annehmlichkeiten. Das Science Center an Bord garantiert den Kreuzfahrtgästen ausgezeichnete Vorträge, Erlebnisse und Einblicke in den Lebensraum, nicht nur rund ums Schiff. Es gehört ebenso wie Expeditionskleidung und Wissenschaftler an Bord zum Erlebnis einer Expeditionskreuzfahrt dazu. Bordsprache ist übrigens Deutsch. Ja, und zur Nachhaltigkeit eines Schiffes: die vorhandene Landstromversorgung verringert Emissionen im Hafen. Schweröl fährt sie seit über 10 Jahren nicht mehr und auch Einwegplastik sucht man vergeblich. Kurzum, sie wird als fortschrittliches und nachhaltiges Schiff bezeichnet.